Aleppo im Norden Syriens. Hier sind die Kämpfe zwischen einzelnen Rebellengruppen noch heftiger geworden. Allein in dieser Woche sollen bei Gefechten mindestens 500 Menschen getötet worden sein. Das sagen Aktivisten, überprüfen kann das niemand. Immer wieder kommt es zu Massakern. Hier sollen Kämpfer von Al-Qaida nahestehenden Gruppen ein Blutbad angerichtet haben. Auch in Adana, nicht weit von Aleppo, bekämpfen sich Rebellen untereinander. Dort sollen die Al-Qaida-Gruppen zurückgedrängt worden sein. Hier hat die Islamische Front die Kontrolle übernommen, auch über die Checkpoints an den Straßen. In dieser vielerorts unübersichtlichen Lage fordert das Rote Kreuz Zugang zu den belagerten Gebieten. Das sagte der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Maurer bei einem Besuch in Damaskus. Die Hilfsorganisationen brauchten Bewegungsfreiheit. Die Absicht unseres Besuches ist es, vor Ort einen Eindruck zu erhalten von dem, was in diesem Konflikt passiert, in die betroffenen Gebiete zu gehen und dann mit Vertretern der Regierung darüber zu reden. Darum fordert das Rote Kreuz freien Zugang zu den belagerten Zonen und auch den Zugang zu den Gefangenen und den Gefängnissen in Syrien. Umso schwieriger ist die Lage im umkämpften Norden zu erkunden. An mögliche Hilfslieferungen für die Menschen dort ist offenbar überhaupt nicht zu denken.